Edelstahljacht Salzberg 7. Mehrere Monate jetzt im Winter draußen in Rendsburg. Dadurch halt auch optisch nicht gerade sehr schön, sehr grün geworden. Sehr viele Möwen, die ihre Hinterlassenschaften hinterlassen haben. Aber im Hochdruckreiniger sollte das alles zu reinigen sein. Maststufen ist mal ganz oben, zwei Leidingsrig top getakelt. Alle Fallen ins Cockpit gelenkt. Stark, dass er vorne befestigt werden kann. Feste Reling aus Edelstahl. Riesige Winschen. Plattform Windfahnensteuerung Pacific Plus muss überholt werden. Geräteträger. Großes und geschütztes Cockpit. Gigantische Bugskiste, Stauraum, Werkstatt, Dieselfilter, zwei Stück für Tagestank. Unterdeck im Moment auch nicht aufgeräumt. Holzausbau sehr schön, helles Ahorn, Pantry, Taylors Ölofen leider defekt. Navi-Ecke überwiegend veraltete Instrumente. Navigiert wurde mit Laptops. Elektrik ordentlich gemacht. Kleine Achterkabine für Gäste, eine Koje. Großer Salon, die ganze Yacht wirkt auch wie eine Decksalon-Yacht durch die großen Fenster, alles sehr schön hell. Zum Vorschiff geht es eine große Stufe runter. Nasszelle, ausreichend groß. Vorschiffskoje 2,10 Meter breit, 2 Meter lang. Alle Luken dicht. Kleiderschrank an beiden Seiten.
Festes Beirut, Fenster müssen zum Teil erneuert werden, sind blind. Plexiglasscheiben, Material liegt vor. Großes Bimini-Top ist möglich. Hier wird der Mercedes gestartet, Instrumente. That's it.